Es wird langsam wieder hell hier am Ladoga und es zuppelt weiter auf Z-Fisch. Die Zope geht rein. Die Zope ballert hier. Big Kauli hatte da einen Spot gepostet im Discord. Es wurden Trophies gefangen und ich teste und probiere hier gerade ein wenig rum, was denn hier geht. Die Zope ist am Ladoga-See in den Trophäen, beziehungsweise ja doch in den Voraussetzungen hier für den Ehrenfischer am Ladoga. Das heißt, man muss tatsächlich ein bisschen suchen. Und es sind noch viele andere schwierige Fische dabei. Klotz-Saibling als Trophy zum Beispiel. Wolchow-Renke. Also es gibt hier einige Brocken, die sehr selten sind und sehr schwierig sind. Und Zope, wenn man die schon mal abhaken kann, dann ist das doch schon mal gar nicht so schlecht. Ich stand vor ein paar Tagen schon hier an der Stelle auf Pose oder mit der Pose und habe hier ein bisschen rumprobiert. Auch das ist quasi hier immer eine Position, die man immer mal wieder testen kann. Auf Grund habe ich nicht probiert. Sehr schön, dass das Bekaudi probiert hat und hier auch die Trophy abgehakt hat. Und ich teste jetzt gerade. Bisher sieht es ganz gut aus. Frequenz ist nicht wahnsinnig hoch bisher. Das heißt, ich habe jetzt gerade die Abendstunden mitgenommen. Und jetzt geht es halt gleich los in den Morgen. Wir haben gerade erst 3 Uhr. Das heißt also 4, 5 Uhr. Gucken wir mal, dass es dann gleich so anfängt zu zuppeln und zu bimmeln. Und ja, ich bin sehr gespannt, was reingeht. Und wie viel reingeht. Vor allem größenmäßig. Ich muss gestehen, ich habe an der Originalmische vom Bikauli, an der Futtermische, ein bisschen rumgefuscht. Weil die er gepostet hat, kenne ich von Anno Muftig schon. Das ist so eine der uralten Z-Fisch-Mischen. Und ich war davon irgendwie nie so wirklich angetan. Wenn du die anschauen willst oder den ganzen Beitrag vom Bikauli, Link zum Discord ist unterm Video. Einfach mal reinschauen im Bereich Ladoga-See natürlich. Da ist das alles aufgezeigt. Ich habe die, wie gesagt, ein bisschen mehr in Richtung Larve beziehungsweise dann auch grünlichen Köder abgewandelt. Seealge hier als Köder. Plus, ich habe von PVA umgestellt auf Futterkorb und Futtermische. Einfach nur, um zu zeigen, dass man eben auch hier ganz normal mit dem Futterkorb rumhantieren kann. Was ich hier natürlich habe, ich habe, weil ich ja Anno Muftig mal die Inline-Montage geskillt habe, das heißt, meine Skillpunkte sind in der Inline, nicht in der Schlaufenmontage. Ich habe hier dann natürlich auch einen Inline-Futterkorb. Ansonsten kann man natürlich auch, wenn man hier mit der Schlaufmontage ist, die ganzen anderen Futterkörbe verwenden. Das ist ganz wurscht. Also das ist jetzt hier quasi die Montage. 10er Haken, 12er Haken, vielleicht sogar 8er Haken mal probieren. Alles so in dem Bereich. 12er Haken, wenn man eher ein bisschen feiner und kleiner vorgehen will, ein bisschen zarter und vorsichtiger erstmal. 10er Haken ist, glaube ich, aber auch schon eine wirklich gute Größe, um dort tendenziell eher die größeren Brocken rauszuziehen und dann doch vielleicht die Chance zu haben auf eine Trophy. Ich zuppel zwischendurch immer mal wieder, ob da nicht irgendwas ganz Kleines dran ist. Das heißt, kurz hingehen, kurz auf Y, zack, einmal kurz anzuppeln. Manchmal hängt da was dran und bewegt sich nicht wirklich und zuppelt halt nicht wirklich. Auch selbst hier an den feinen Spitzen ist dann da keine Reaktion zu merken. Und wenn man dann mal so ganz, ganz kurz auf Y, zack, ganz kurz anzuppelt, bringt das manchmal den Ausschlag, dass der Fisch dann wirklich zuschlägt. Wenn man das am Koori mal testet, wo ganz klares Wasser ist, im ufernahen Bereich und dann mal auswirft normal, sieht man auch, dass nach dem Blei auf einmal eben noch so ein bisschen das Vorfach kommt bis zum Köder. Und das liegt auch manchmal sehr kreuz und quer darum. Und wenn man dann einfach ein bisschen zuppelt, ändert sich quasi vorne am Vorfach und am Köder fast gar nichts, sondern irgendwie gibt das einfach nur so einen Impuls. Man zieht vielleicht die Schnur ein bisschen straffer oder sowas. Auch beim großen Q&A, da gibt es ja im Hintergrund quasi nur, also die ganzen Fragen und Antworten laufen ja die ganze Zeit als Ton und im Hintergrund läuft quasi nur so ein,
so ein Deko-Video mit den Schnüren und den Fischen, wie sie die ganze Zeit beißen. Auch da sieht man das immer mal wieder, dass die Schnur da so kraus rumliegt. Ja, es gibt Beifänge, wie hier jetzt gerade die olle Brasse. Die ollen Beifänge wollen wir natürlich nicht. Aber was soll's. Hauptsache, es ballern hier die schönen Zopen rein. 325 ist doch schon richtig gut. Super cooler Fisch, wie so ein Lackschuh immer. Mega geil. Zope, ja. Ich sag mal, im Trophy-Gewicht mit, ich guck gerade mal eben rein, was hatte Big Cowley zuletzt? Also, ich habe gerade noch mal reingeschaut. Es wurden schon mehrere Trophys gefangen. Über 770, 800 Gramm. Trophy-Gewicht mit 750 ist natürlich schon eine Ansage. Aber im Großen und Ganzen lohnen sich die Brocken auch einfach. Auch wenn man hier einfach nur steht und ein bisschen rumprobiert. Lohnen sich diese Brocken, ich sag mal so ab 300, 500 Gramm geht es halt richtig rein in die Kohle. Dann macht das auch richtig Bock. Ja, ködermäßig werde ich wahrscheinlich gleich auch noch mal ein bisschen rumprobieren, ob nicht auch noch andere Köder funktionieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass da auch verschiedene Larven noch funktionieren. Das werde ich auf jeden Fall probieren. 15 Meter, wie gesagt, hier rausgeworfen, relativ feines Setup. Ich bin hier einmal mit Karpfen-Vorfachsmaterial 6,4 und wie gesagt hier dem 10er-Haken. Dann hier einmal mit Fluorocarbon, 4,4 Kilo nur, auch 10er-Haken. Und was haben wir hier drauf? Auch nochmal das Karpfen-Vorfachsmaterial, 12er-Haken jetzt aber hier. Und da werde ich jetzt gleich alles immer so ein bisschen variieren und ein bisschen rumspielen. Hakengrößen lasse ich jetzt, glaube ich, so, 10er und 12er. Vorfachsmaterialien lasse ich auch so, zum einen Fluorocarbon und zum anderen Vorfachsmaterial. Aber wie gesagt, bei den Ködern teste ich noch ein bisschen rum, um hier auch einfach nochmal was Passendes zu finden für die Futtermische. Basisgemahlene Erbse ist immer richtig schön grün. Das passt natürlich auch immer ganz gut. Ja, als Basis ist das immer top. Caster, da haben wir hier eine schöne Eiweißquelle. Ich werde auch nochmal gucken, ob wir da vom Wetter her nochmal ein bisschen andere Wetterszenarien irgendwie hinkriegen. Ich werde ein bisschen gucken, ob wir jetzt in den nächsten Tagen ein bisschen was Kühleres hier haben am Ladogasee. Und ob es dann da ein bisschen besser läuft. Graskuchen habe ich jetzt hier reingemischt. Und Zuckmückenlarven-Feed-Pellets, das ist der Unterschied zu der Mische vom Big Cowley. Zuckmückenlarve ist dann eben auch nochmal mit drin. Das heißt, wir haben hier richtig schön larvige Köder eigentlich auch mit drin. Plus eben Graskuchen. Wir haben ja auch, wie gesagt, die Alge, was Grasiges, was Grünes als Köder mit dran. Und damit wir das Ganze grünlich abschließen, haben wir ja auch noch Fenchel drin. Fenchel von der Aromatik, mega vegetabil, also richtig schön, ja, so gemüsig mit so einer leichten Anisnote auch noch mit drin. Also Fenchel auch immer mega geil. Und das Ganze hier, wie gesagt, auf 15 Meter rausgeballert. Da ist doch was dran. Ja. Und dann gucken wir mal, wie das hier lübt. Wie gesagt, gleich teste ich einfach nochmal andere Köder, ob das hier nicht zum Beispiel mit Borkenkäferlarve klappt. Caster werde ich mit dran machen, Zugmücke mit dran machen, Köcherfliegenlarve mit dran machen. Ich glaube, das sind so die wichtigen. Das sind die wichtigen. Die beiden hier, die Eintagsfliege und Steinfliege, glaube ich eher nicht. Da gehen hier an dem Gewässer ganz andere Brocken rein. Da können sogar mal Seeforellen mit reingehen. Also die werde ich auslassen. Und von den Breien, ja, könnte man vielleicht sogar auch verschiedene Breie testen. Wobei das auch eher selten ist. Weizenkorn werde ich mal testen. Weizenkorn werde ich mal testen. Hatte zuletzt der Devilus auch noch gesagt. Alden, Weizenkorn am Ladoga. Jetzt fällt mir gerade ein, wo ich es auch vorhin schon jetzt gerade noch gesagt habe, mit der Futtermische und dem Fenchel und der Anisnote im Fenchel. Jetzt wundert es mich auch nicht, warum hier die ollen Brassen so gut reingehen. Denn die olle Original-Standard, hier sind sie, Brassenmische, hat Anisöl mit drin. Ob das die Brassen extra triggert? Das wäre natürlich der Hammer, ne? Das wäre natürlich der Hammer.
Ja, im Großen und Ganzen ist es jetzt hier natürlich ein Geduldsspiel. Wie gesagt, Frequenz ist halt nicht so enorm da, aber die Chance auf die Trophy, und das ist eben jetzt hier, wie gesagt, kein Angeln auf massiv Silber, wobei das, wie gesagt, bei der Zope nicht schlecht ist, aber das ist halt eher ein Angeln auf, ich möchte noch die Zope abhaken, als Trophy. Und wenn man da die Chance hat, an solchen Stellen einfach mal so einen seltenen Fisch abzuhaken, sollte man das mitnehmen. Wenn das gerade läuft, dann Attacke Vollgas und rein damit. Jetzt gucke ich gerade nochmal eben nach, wie sieht das hier in den anderen Keschern aus. Ja, ähnlich von der Frequenz. Ähnlich von der Frequenz. Also tatsächlich keine enorm große Frequenz. Über eine Stunde hier 12 Fische. Ja, so wird das aussehen. Also, ist natürlich auf Dauer ein bisschen mit Geduld verbunden. Oder man macht Spinning nebenbei. Oder. Zwei Routen hier raus, die anderen hier mit dem Spinning. Oder wie gesagt, ganz andere Köder. Man nimmt vielleicht eine Pose und versucht es hier mit der Pose. Auch gleiche Entfernung hier, so auf 15 Meter. Dann geht man mal runter auf 1,80 Meter oder 2,50 Meter ungefähr. Kann man so ein bisschen spielen. Und probiert dann da mit Steinfliege zum Beispiel und der Pose auf die Renken und Maren. Die ballern hier nämlich auch immer mal wieder mit rein. Ja, so viel zum Ladoga. Wir werfen noch mal ganz kurz einen Blick auf die Zope. Oh, jetzt bimmelt es wieder. Was die denn so auch an Kohle bringt. Na, haben wir noch eine hier? Oder haben wir wieder eine Olle Güster? Weißt du was, wir machen hier auch nochmal einen anderen Köder jetzt drauf. Fangen wir mal langsam mit an. Zack, raus damit. 15 Meter. Und wir testen weiter. Also, kurzer Blick nochmal auf die Zope. Und da sind wir am Fischmarkt. Da haben wir sie, genau. 21 Silber, 16 Silber, 14 Silber. Ihr seht, also kohlemäßig ist der Fisch der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Naja, also jetzt, hoppa, jetzt habe ich es gerade direkt verkauft. Ich wollte gerade noch gucken von der Zeit, was waren das jetzt, 20 Minuten oder sowas? Ich glaube, ich schreibe es gerade nochmal eben hin. Knappe 70 Silber in der Zeit, passt aber auch. Ist auch vollkommen okay, kann man machen. Das ist jetzt kohlemäßig jetzt kein Desaster. Man geht da nicht irgendwie hart ins Minus, sondern es ist einfach kein 300 Silber Spot. Aber im Großen und Ganzen schließt man hier einfach einen seltenen Fisch ab. So. Petrio Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.